So, und da sind wir bei Let's Play Overlord. Immer noch nachkommentiert. Wir lassen die Schergen nochmal das Gold hinsammeln. Vielleicht klappt es jetzt endlich. Juhu, es klappt. Die Schergen sind nicht zu dämlich. Sind doch nicht zu dämlich zum Kacken. Naja, nicht immer jedenfalls, aber... immerhin haben wir jetzt das Gold. So, und jetzt, was machen wir jetzt als nächstes? Wir holen uns, glaube ich, den Bierkessel, glaube ich. Ja, wir holen uns den Bierkessel. Das heißt, wir holen uns erstmal einen Aufzug ran. Und wir sehen immer noch voll stylisch aus mit unserer Rüstung. Ah, und jetzt öffnet sich auch die Hintertür und da kommen zwei raus. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Brauerei unter Level 2. So, hier ist es jetzt nicht mehr weiter schwierig, da vorne steht der Kessel. Und wir müssen den jetzt nur noch den Bierhahn zudrehen. Ja, komm zurück, komm zurück. Die beiden holen wir doch zurück. Zwei so starke Braune will ich nicht verlieren. So, noch die andere Seite. Das sind schon ein bisschen mehr Gegner. So, schnell, schnell, schnell. Legt das Ding. Ah, geschafft. Nur noch die letzten Zwergen Widerstände töten und dann können wir uns den blöden Kessel holen. So, jetzt lasst euch nochmal zulaufen. Habe ich schon gemerkt. Ja, eine Tour. Und sie grapschen mit ihren betrunkenen Pfoten all meine Sachen an. Also, wo dann noch zurückkommen, egal. Ja, das Risiko werden wir eingehen. Wenn sie dafür stärker werden, lassen wir sie auch an Vanessa Sachen. Sachen rumgrapschen. Ah, ich lasse da jetzt nicht diese paar Zwerge meinen Sieg ruinieren. Bier! Ich bin ein Säufer! Ja, ganz bestimmt. So, ja, jetzt haben wir nur noch diesen einen Auftrag, diese zwei Aufträge. Also, noch diesen einen Zwerg da töten. Und wir gehen auf die andere Seite. Ja, diese Hintertür öffnet sich erst, wenn man Ferdinand getötet hat. Das wollte ich nur mal sagen, weil es nicht, es ist zwar nicht besonders wichtig, aber wenn ihr es selber spielt, ist es wichtig, weil man nicht zu Golde kommt, bevor man nicht Ferdinand getötet hat. Damit wollen die Entwickler sicherstellen, dass man Ferdinand eben tötet. Auf der Baustelle für den neuen Tempel Diebe gesehen wurden. Goldo hat solche Angst, dass sie sein Gold wollen, dass er die königlichen Hallen geschlossen hat, bis die Diebe gefunden wurden. Doch nicht etwa Julis Diebe. Diebe? Wir wollen doch nicht, dass sie uns an die Statue. Jetzt machen wir erstmal die Brücke auf.
rüber und mach da auf. Nicht da, da. Ihn geschafft. Komm zurück. Gut, dann gehen wir weiter und wir können wieder Schafe töten. Ach, wie lange ist es her, dass wir mal wieder schön Schafe gejagt haben. Bestimmt Ewigkeiten. So, jetzt können wir auch die Brücke darunter lassen. Damit wir nicht mehr durch den Berg laufen müssen. Und ist da noch was? Nein. Gut, da ist noch ein Schaf. Und eine Bombe. Zwei Bomben. Die lösen wir doch schnell aus. Und wir warten und warten und warten und warten und warten und warten, 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 Bomben. Boom. Hui, hier sieht es aber gemeingefährlich aus. Da haben die jetzt wahrscheinlich gleich alles abgefackelt. Sie sind im Arcanium-Bergwerk. Wir hatten nicht mal Zeit, den Schmelzofen zu retten. Schmelzofen? Cool. Findet den Ofen, Herr. Dann können unsere Schergen eine Rüstung schmieden, die eurer würdig ist. Ja. Arcanium, der Arcanium-Ofen ist der letzte und stärkste Schmelzofen, den man findet. Und ich sag's euch, Arcanium hat's wirklich in sich. Da ist Durium nichts dagegen. Nach meiner Erfahrung hat's Arcanium wirklich in sich. Ich muss noch schnell die Käfer aus dem Weg räumen. Wobei ich mich frage, wo die eigentlich herkommen. Vielleicht hier von Jude, aber es kann auch nicht sein. Sonst würde sie ja den Schmelzofen stehlen. Und nicht die Statue. Das war jetzt kein Spoiler. Jule ist schon seit dem Elfentempel hinter der Statue her. Schon viel länger eigentlich. Wobei ich mich frage, warum, weil dieses Ding ist nicht mal aus Gold. Das ist, soweit ich weiß, aus Messing oder sowas. Hat nur religiösen Hintergrund, also von dem her auch keinen Wert oder sowas. Nein! Oh man, hat es einen blauen getötet? Wie gemein. Da haben wir wieder Feuer. Oh, und schon ist einer verbrannt. Also gleich mal die roten drauf schicken, damit die alles. Und die blauen, damit die den Schergen zurückholen. Und gleich mal alles abfackeln. Okay, also Licht, gehen wir mal rein ins Bergwerk. Arcanium Bergwerk. Der Schmelzofen und schon ist er da, das ist hier leicht. Oh, Flammenwerferzwerge, Schnecken. Was noch? Also schicken wir euch mal da drauf, damit ihr hier kaputt macht. Nur einen drauf. Den schicken wir als Lockvogel dahinter. Haha,
Das ist quasi, das ist wirklich nur ein Ablenkungsmanöver. Ehrlich. Oh oh. Weil die roten und die Flammenwerfer alle, beide sind, weil sowohl die roten als auch die Flammenwerfer sind gegen Feuer immun. Naja, ich sehe auch schon, das Video geht zu Ende. Deswegen, bevor wir weitermachen, mache ich hier einen kurzen Schnitt. Und wir sehen uns dann gleich.